An einen wunderschönen guten. Was machen wir? Wir schwätzen mal vielleicht mit unseren Leuten. Nehmen wir vielleicht den... Ich begreife allmählich, dass es vieles gibt, was ich noch nicht über das Imperium weiß. Hast du es dir anders überlegt? Es ist schwer, Gutes in einem Imperium zu finden, für das Nichtmenschen nichts als Sklaven sind. So schlimm ist das gar nicht. Das Imperium ist eine Leistungsgesellschaft. Wer kann, steigt bis an die Spitze. Die Minderwertigen bleiben zurück. Das klingt mir nicht, als ob Leistung irgendetwas damit zu tun hätte. Doch. Die ersten Sith waren keine Menschen. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Aber Fremdlinge sind hässlich. Egal, was die Jedi lehren. Es existieren nicht nur Licht und Dunkelheit. Es gibt viele Schattierungen und viele Widersprüche. Ich fange an, das zu begreifen, aber ich glaube nicht, dass es mir gefällt. Man muss gucken, was sie insgesamt mitschen. Shit happens. Wie war eure Meisterin? Ihr hattet doch eine Meisterin, yep. Oder? Meine Meisterin hat versucht, mich zu töten. Das ist doch Wahnsinn! Warum sollten die Sith die Zukunft ihres eigenen Ordens vernichten wollen? Weil sie können. Die Zukunft des Ordens bedeutet nichts, wenn man sie nicht mehr erlebt. Ich glaube, das wahre Problem des Sith-Ordens ist Egoismus. Die ganze Gewalt und Grausamkeit, alles geschieht nur aus Egoismus. Ihr behauptet, dass ihr euch von eurer Leidenschaft leiten lasst. Was ist schon? Aber was ist mit Freundschaft? Die Jedi streben nach geistigem Frieden und sie passen aufeinander auf. Ja, bla bla bla. Die Meister Ryan und Ozera waren sowas wie Vaterfiguren für mich. Mehr noch als mein eigener Vater. Vaterfiguren, ich verstehe. Okay. Das tut mir leid. Dennoch warst du ungehorsam und bist mir gefolgt. Jeder Jedi muss seinen eigenen Weg finden. Meiner lag bei euch. Tut mir leid, ich wollte keinen Streit anfangen. Ich versuche immer noch, das alles zu begreifen. Na, Chance, Mädchen. Ja, das Parlament hast. Mein Sith Lord, es tut mir leid, dass ich vorhin zu hart über das Imperium geurteilt habe. Da ist einfach noch so viel, was ich noch zu verarbeiten habe. Wenn ich etwas tun kann, um dir die Anpassung zu erleichtern, lass es mich wissen. Ich weiß, ein Jedi sollte geduldig sein, aber Geduld war leider nie meine Stärke. Wie würde es euch denn gehen, wenn ihr plötzlich einen Jedi zum Meister hättet und der Republik dienen solltet? Was du geckisch? Ihr wäre schlecht. Du hast... Ich müsste mich wohl übergeben. Kein Grund, beleidigend zu werden. Ich verspreche euch, dass meine Bedenken meine Arbeit nicht beeinträchtigen werden. Okay, mal hat abgefrühstückt. Erst die Ruhe angeschaut. Okay, ich kann sie ausschwatzen, aber sie schaffen halt. Komisch. Okay, weiter. Erklärt mir doch mal Folgendes. Naga Sadohs Grab auf Korriban wurde von Tulak Hort erbaut, noch bevor Naga Sadoh geboren wurde? Und dort habt ihr den Dashort gefunden, den Schattenjäger? Und als eure Meisterin versuchte, euren Körper zu stehlen, habt ihr Tulak Horts Artefakte benutzt, um sie in den Dashort zu sperren? Ja. Doch den Köpfchen nicht vergessen. Ihr habt die Stelle ausgelassen, wo mein längst verstorbener Vorfahr mir half. Der von Tulak Hort getötet wurde. Kallik, er war einer der mächtigsten Sith-Lords seiner Zeit. Vielleicht sogar der mächtigste. Seltsamerweise ein Fürsprecher der Fremdlinge. Wenn man sich vorstellt, wie anders das Imperium hätte aussehen können, wenn er Tulak Hort getötet hätte, anstatt umgekehrt. Darth Zesh und ich haben uns unterhalten, als sie da war, meine ich. Ich würde mich auch gerne mehr mit Kem'Val unterhalten, aber ich glaube, er kann mich nicht leiden. Ja,
Oh, du meinst das nochmal so. Er frisst nur Machtanwender. Ja, ich habe schon viel über seine Spezies gelesen, bin aber nie zuvor einem begegnet. Dennoch, wenn er diesen hungrigen Blick in den Augen hat. Wie ich höre, habt ihr ein ganzes Archiv von Sesh geerbt. Ich würde es mir liebend gern einmal ansehen. Kein Problem, kannst machen. Was, ihr meinst... Kein Problem, machen. Ich würde es euch liebend gern zeigen. Ausgezeichnet. Das Streben nach Wissen nimmt nie ein Ende. Da sind wir gut, das läuft schon mal. Weiterlehren. Wenn ich fragen darf, wie seid ihr zum Sith geworden? Der Prozess ist mir vollkommen fremd. Ich hatte einen Bruder, der für die Macht empfänglich war. Darth Maar nahm ihn mit nach Korriban. Danach haben wir nie wieder von ihm gehört. Mein Vater sagte, wir sind der undankbaren kleinen Ratte nicht mehr gut genug. Aber ich glaube, mein Bruder hat ihm einfach gefehlt. Euer Bruder ist vermutlich tot. Die meisten, die zur Sith-Ausbildung nach Korriban gehen, überleben es nicht. Ihr kennt meinen Bruder nicht. Er hat nie ein Nein akzeptiert. Wir Drelics sehen vielleicht nicht besonders kräftig aus, aber wir sind Kämpfer. Vater wollte immer, dass einer seiner Söhne zu den Sith geht und der andere zum Militär. Gut, der imperiale Bergungsdienst war nicht ganz das, was ihm vorschwebte, aber irgendwann hat er aufgehört zu fluchen und sich wohl doch noch dran gewöhnt. Was hatte euer Vater denn gegen den imperialen Bergungsdienst? Die Drelics sind eine stolze Familie. Mein Vater ist eben der stolzeste von allen. Der imperiale Bergungsdienst schützt die Fundamente des Imperiums gegen die Flut der Vergessenheit und Fehlinformationen, die unsere Geschichte bedroht. Ich würde zu gern mal erleben, wie ein Kampfflieger die Herkunft eines 3000 Jahre alten Sith Lords ermittelt, wenn ihm nichts als Felsen und eine tote Sprache zur Verfügung stehen. Ich bin stets der Ansicht gewesen, dass das Wissen letztendlich gegenüber dem Lichtschwert und dem Blaster obsiegen wird. Danke, mein Sith Lord. Es ist mir eine Ehre zu dienen. Und plus wird er überrascht, weil Wissen ist Macht, nichts Wissen macht auch nichts. Ihr werdet nicht glauben, was ich gefunden habe. Ich dachte, ich hätte ihn schon vor Planeten verloren. Sterben uns langweilig? Was? Ist das so etwas wie ein Artefakt? Das ist der Zahn eines 4000 Jahre alten Proto-Rancors. Aber seht her, es ist eine Art Metall, nicht Kortosis, aber sehr ähnlich. Dieser Rancor wurde gezähmt. Das war meine allererste Entdeckung. Ich habe den Zahn immer bei mir, als Glücksbringer. Ich dachte, ich hätte ihn verloren, als ich einmal bei einer Ausgrabung in ein altes Grab gefallen bin. Dabei ist er nur ins Futter meiner Tasche gerutscht. Wow, das ist eine Chance. Ich habe auf Korriban ein Artefakt aus einem uralten Holokron geholt, von dem es hieß, es sei nicht zu öffnen. Ihr meint aus der Pyramide in Makaragnos Grab? Wie habt ihr das angestellt? Mit einem Schallausgrabungsgerät? Oder einer eigenen Erfindung? Das... Ich habe 30 Tukatas getötet und mich mit ihrem Blut beschmiert. Bemerkenswert. Wie seid ihr denn genau auf 30 gekommen? Gab es einen Hinweis auf dem Gerät? Oder habt ihr es einfach ausprobiert? Die Methoden der Sith überraschen mich immer wieder aufs Neue. Dass ich den Blut erfunden, ich habe einfach herumposaunt. Ich bildete einen Kreis aus den Eckpunkten des Dreiecks einer der Pyramidenseiten. Faszinierend. Wie verwirrend. Kein Wunder, dass es so lange gedauert hat, das herauszufinden. Ich bin von euch beeindruckt, mein Sith Lord. Aber wenn ihr mich entschuldigen wollt, ich muss einige neue Funde analysieren. What the fuck? Sorry. Komm nach Remol und dann... Mein Sith Lord, wisst ihr noch, was ich euch von meinem Mentor Auxilio Gunn erzählt habe? Er nahm mich unter seine Fittiche, nachdem ich den Zahn des gezähmten Rancors entdeckt hatte. Ich polierte den Zahn und legte ihn zu meinen anderen Sachen. Da entdeckte ich ein Medaillon, das er mir bei unserem letzten Treffen gegeben hatte. Ich beschloss, ihn zu kontaktieren, aber er war über keine seiner alten Frequenzen zu erreichen.
Okay, der Tisch, da kriegen wir los. Ihr von über Planet von Wann habt ihr ihn zum letzten Mal gesprochen? Das war, bevor ich nach Hoth ging. Wir trafen uns in einer Kantine auf Nar Shaddaa und unterhielten uns etwas über Archäologie. Er meinte, er sei auf dem Weg nach Malachor 3. Und dort gab er mir auch das Medaillon. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Komisch. Was war das für ein Medaillon? Ach, nur so ein Imitat. Er sagte, dass es ihm irgendein Hutte als echt andrehen wollte. Ziemlich mutig eigentlich. Ich dachte, er hätte nur einen über den Durst getrunken. Das tat er öfters. Willst du als Alk durchstellen? Nee, das ist kein Alk. Wenn ich euch bei der Suche helfen soll, tue ich das. Ja, danke. Es ist sicher alles in Ordnung. Einen Mann vom imperialen Bergungsdienst hält nichts so leicht auf. Ich werde Augen und Ohren offen halten. Ja. Wenn ich etwas erfahre, lasse ich es euch wissen. Kein Problem. Jo. Und da wie versprochen, dann war das für das Kajan. Da sehen wir uns bei nächster Rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und geht nach weiter, weil wir noch ein bisschen heute quatschen. Mir Tschüssikowski an ein